Willkommen zu Star Citizen und dem Guide zu den neuen verfallenen Außenposten. Die neuen Außenposten in der Version 3.18 bieten nicht nur eine Vielzahl neuer Missionen, sondern auch jede Menge Loot, Reputation und natürlich eine sehr gute Bezahlung. Wir werden einen detaillierten Einblick in diese neuen Bereiche geben und zeigen, warum diese verfallenen Außenposten in der 3.18 unsere dringende Empfehlung für alle Citizens sind. Aber was sind diese verfallenen Außenposten überhaupt? Dies sind kleinere verfallene Siedlungen, die sich über das ganze Stanton-System verteilt über die unterschiedlichsten Missionen finden lassen. In der Version 3.18 wurden etwa 35 dieser neuen Außenposten implementiert, wovon 10 im Bereich Microtech, 10 im Bereich Hurston und 15 im Bereich Crusader zu finden sind. Aber was macht diese neuen Außenposten besonders interessant? Nun, wir erhalten hier nicht nur Paketmissionen von verschiedenen Auftraggebern, welche uns mit einer eher mäßigen Bezahlung und Reputation belohnen, sie bieten auch die Möglichkeit zum Erkunden und zur Schatzsuche. Zudem finden wir in den meisten von ihnen eine Vielzahl feindlicher KI-Einheiten vor, welche für eine zusätzliche Herausforderung sorgen können, allerdings aber auch unsere Bezahlung mit der dauerhaft verfügbaren Call-to-Arms-Mission in eurem Mercenary-Tab enorm steigert. Diese neuen Außenposten bieten also nicht nur die Möglichkeit für Missionen, sondern auch zum Erleben einiger Abenteuer, Kämpfen und natürlich enorm viel Loot. Aber zunächst ein herzliches Dankeschön an wahre Ladies und Gentlemen, die mit ihrer Unterstützung als Patreon-Kanalmitglied oder Twitch-Subscriber dieses Video möglich machen. Dankeschön. Wir haben die meisten der neuen Außenposten selbst ausprobiert und waren begeistert von ihrer Vielfältigkeit. Die Landschaften sind teilweise wirklich atemberaubend und bieten viele Möglichkeiten zum Erkunden. Wir haben auch bemerkt, dass die KI-Einheiten in diesen Außenposten deutlich fordernder sind als in früheren Versionen des Spiels, solange wir uns am Boden zum Kampf stellen. Sie verhalten sich merklich taktischer und greifen in Gruppen an, was für eine realistischere Kampferfahrung sorgt. Und natürlich auch für einen schnellen Tod. Aber hier haben wir natürlich einige Tipps für euch, womit es auch absolut ist, dass Citizen-Neulinge unbeschadet bis zum Einsammeln des Loots und dem unversehrten Abflug schaffen. Und nachdem es die Mission rund um die Whistler's Crypt, eine der umfangreichsten und schönsten neuen Missionen, ebenfalls in die 3.18 geschafft hat, haben wir hierfür noch einen extra Cinematic Guide für euch hier im Kanal. Hier erkundet ihr eine sehr umfangreiche Siedlung rund um einen Origin 600i und Mercury Starrunner Wrack. Stellt euch unzähligen Gegnern und werdet besonders belohnt. Den Link zum Video findet ihr in der Videobeschreibung. Die neuen Außenposten sind voller Lootkisten und KI-Gegner, die euch einen satten Gewinn versprechen und natürlich eine Fülle nutzbarer Ausrüstung bieten. Aber Vorsicht ist geboten, denn vor allem außerhalb eures Schiffes können die feindlichen KI-Bodentruppen oder auch andere Spieler, die ebenfalls auf Beutezug sind, schnell tödlich sein. Erfahrenere Spieler werden sich daher vorbereiten und genügend Ausrüstung und Waffen mitbringen, um sich verteidigen zu können. Es lohnt sich zudem, die Gegend zu sondieren, um herauszufinden, ob es eventuell feindliche Aktivitäten gibt. Sobald man sich in einem verlassenen Außenposten befindet, ist es wichtig, alle Ecken und Winkel zu durchsuchen, um möglichst viel Loot zu finden. Dabei kann es sehr nützlich sein, ein Multitool mit Traktorstrahl-Attachment dabei zu haben, um Container und bewegliches Material als Kletterhilfen zu nutzen. Dieses erhaltet ihr an allen Residenzzonen und den meisten Shops und gehört neben der medizinischen Ausrüstung zum Standard bei solchen Missionen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, in verlassenen Basen zu plündern und zu erkunden. Ob man sich alleine auf die Suche macht oder in einer Gruppe unterwegs ist, bleibt jedem selbst überlassen. Was auf jeden Fall sicher ist, es gibt immer wieder neue Dinge zu entdecken und die Aussicht auf wertvolle Beute wird immer wieder neue Spieler anlocken. Also packt eure Ausrüstung zusammen und macht euch auf die Suche. Wir empfehlen euch allerdings, die Bodentruppen aus der Sicherheit eures Schiffes heraus auszuschalten, wobei sich bereits jedes Einsteigerschiff mit einer minimalen Bewaffnung sehr gut eignet. Hiermit löst ihr die Außenposten sehr schnell und effektiv und entgeht einem heiklen Bodenkampf. Für jeden ausgeschalteten KI-Gegner erhaltet ihr zudem eine Bonuszahlung über die Mission A Call to Arms, was pro Basis etwa 10.000 bis 20.000 USC nur an Kopfgeldern ermöglicht. Und keine Sorge, die Bodentruppen feuern nicht auf euer Schiff. Weiterhin lauft ihr nicht Gefahr, einen Treffer zu kassieren oder am Boden durch das Eintreffen der KI-Verstärkungskräfte überrascht zu werden, welche bei den meisten Missionen ebenfalls anlanden. Hierbei erwartet euch zumindest eine Cutlass Black mit 4 bis 6 KI-Bodentruppen, welche nach einer Landung ebenfalls in den Kampf eingreifen. Denn bereits nach wenigen Minuten werdet ihr aktiv von den eintreffenden Kräften angegriffen.
Wobei dieser Kampf auch für Einsteiger kein Problem darstellen sollte. Denn unsere Gegner versuchen strikt zu landen, wobei wir uns hinter dem Gegnerschiff halten können und dieses durch seinen Geschützturm nicht auf uns einwirken kann. So können wir auch die Verstärkung im Laderaum direkt ausschalten und das Gegnerschiff wahlweise kampfunfähig machen oder gleich ganz zerstören. Eine Gefahr für euer Schiff besteht allerdings, wenn ihr euch oberhalb oder vor der Cutlass haltet, da diese mit einem Geschützturm bemannt ist und das Feuer auf euch eröffnet. Und solltet ihr im Team unterwegs sein, könnt ihr relativ einfach die Rollen aufteilen und den Angreifer mühelos ausschalten. Zudem bieten die ausgeschalteten Besatzungsmitglieder eine weitere Lootquelle und nochmals andere Gegenstände zum Einsammeln. Habt ihr die Gefahren am Boden und auch aus der Luft ausgeschaltet, könnt ihr euch in Ruhe dem Looten und dem Einsammeln der Missionskisten widmen. Diese sind markiert und in den meisten Fällen leicht zu finden. Allerdings gibt es immer wieder das ein oder andere kleine Rätsel, in dem ihr in einen verschlossenen Bereich eindringen müsst oder an eine hochgelegene Position kommen. Hier könnt ihr entweder euer Schiff als Hilfsmittel nutzen oder ihr baut euch mit den herumliegenden Kisten und eurem Traktorstrahl eine Steighilfe. Die eingesammelten Kisten müsst ihr an unterschiedliche Punkte bringen, wobei dies Residenzzonen sein können, diverse Raumstationen, kleine Außenposten oder gar nur Notfallunterkünfte. In jedem Fall lohnen sich die Paketmissionen nur sekundär über die Bezahlung, da diese vor allem in den unteren Reputationsrängen meist nur wenige tausend USC einbringen. Allerdings erreichen wir durch die Vielzahl an ausgeschalteten Kopfgeldzielen in jedem Außenposten bereits 10.000 bis 20.000 USC, sowie je nachdem, wie viel Loot ihr mitnehmt und verkauft, nochmals ein deutliches Umsatzplus. So können schnell gut 100.000 USC in 30 Minuten erreicht werden. Nachdem ihr teils direkt mehrere Missionen in den gleichen Außenposten annehmen könnt und die Missionsdauer vor Ort nur sehr gering ist. Allerdings ist nicht immer jede Mission abschließbar, da vor allem bei mehreren Paketen pro Mission oftmals die ein oder andere Kiste nicht erkannt wird und so die Mission nicht abgeschlossen werden kann. Allerdings ist dies aufgrund der nur geringen Bezahlung hierfür zu verschmerzen. Denn vor allem, wenn ihr an andere Außenposten die Pakete abgeben müsst, empfiehlt es sich, hier noch eine kleine Loot-Runde zu drehen. Neben verschiedenen Ausrüstungsgegenständen, Rüstungen und Waffen, Nahrung und Wasser findet ihr hier auch die ein oder andere Kuriosität, welche dann nochmals sehr, sehr lukrativ sein kann. Aber nicht nur Lootkisten sind von Interesse, denn vor allem die ausgeschalteten Gegner in den Außenposten bieten pro gelootetem Ausrüstungsset etwa 3.000 bis 5.000 USC an Verkaufswert. Hier empfehlen wir euch direkt aus eurem Schiff heraus mittels Traktorstrahl die Gegner ins Schiff zu ziehen, dort den Undersuit direkt in euer Schiffsinventar zu ziehen, wobei das gesamte getragene Outfit in euer Inventar übertragen wird. Und den nackten Gast könnt ihr im Anschluss direkt wieder aus eurem Schiff befördern. Denn Achtung, solltet ihr einen solchen Gegner im Schiff belassen, werdet ihr von Stationen beschossen, da auch kampfunfähige Gegner noch ein Crimestat haben. Daher ist das Ausschalten der KI-Gegner der Außenposten nicht nur durch die direkte Kopfgeldbezahlung, als auch durch den Loot eine sehr lukrative Einnahmequelle, auch ohne eine entsprechende Paketmission hierzu. Die erbeutete Ausrüstung könnt ihr dann an den verschiedensten Shops verkaufen. Wir empfehlen die großen Waffenshops der Residenzzonen wie Tammy and Sons of Lorville. Hier wählen wir zunächst den Verkaufsbereich, unser Schiffsinventar und können über die Quick-Sell-Funktion die Ausrüstungsgegenstände verkaufen. Aber Achtung, einige Ausrüstungsgegenstände, wie hier unsere Undersuits, sind mit 0 USC nicht für einen Verkauf zu empfehlen. Solche Ausrüstungsgegenstände empfehlen sich vielmehr zum Selbstbenutzen. Und um die Außenposten auch ohne Mission zu finden, empfehlen wir euch zum Beispiel verseguide.com, wo ihr die verschiedensten Point of Interest, Sehenswürdigkeiten, Missionsorte oder eben auch die neuen verfallenen Außenposten einfacher Kunden und dank der Navigationshilfen auch direkt anfliegen könnt. Während der aktiven PTU-Phase ist es allerdings notwendig, zunächst die 3.18 PTU-Option zu aktivieren und die Hidden Locations ebenfalls einzuschalten. Dann findet ihr im Unterpunkt Abandoned Outposts die entsprechend erfassten Daten, welche regelmäßig erweitert und angepasst werden. Aber auch für einige andere Bereiche können wir den Verseguide uneingeschränkt empfehlen, nachdem ihr auch ohne einen Login oder ein optionales Konto Zugriff auf die Daten bekommt, was auch uneingeschränkt auf Mobilgeräten möglich ist.
Und den Link zum Worst Guide findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und für Fragen, Unterstützung oder gemeinsame Ausflüge ins Worst, schaut gerne in unserem Discord vorbei oder besucht uns in den regelmäßigen Twitch-Streams.